Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect. Wir haben in der letzten Folge noch mit den letzten Crewmembern geredet, mit Ashley, mit Garrus und mit Tali. Haben ein wenig die Galaxiekarte nochmal uns angeschaut, um zu schauen, was gibt's Neues. Hab mir dafür Zettel geschrieben und werden uns erstmal um Codex-Einträge kümmern, denn wir haben einiges bekommen. Sehr viel. Schiffe und Fahrzeuge, Raumkampf. Fangen wir mal direkt mit den Codex-Einträgen an. Raumkampf. Bei den Raumkämpfen kommt es vor allem auf Manövrierbarkeit an. Das Primärziel besteht darin, den Massenbeschleuniger am Bug auf die Breitseite des gegnerischen Raumschiffes auszurichten. Die Kämpfe finden zumeist als Zweikämpfe zwischen zwei Raumschiffen auf tausende Kilometer Entfernung statt. Allerdings gibt es im Verteidigungsbereich von Massenportalen auch Nahkämpfe auf Distanzen von nur wenigen Dutzend Kilometern. Die meisten Raumkämpfe sind kleinere Gefechte zwischen Patrouillenschiffen der Kreuzerklasse oder darunter. Schlachtschiffe und Transporter kommen nur bei großen angelegenen Flottenkriegsmanövern zum Einsatz. Die Raumkämpfe werden in aller Regel schnell entschieden und verbleiben meist folgenlos, weil der unterlegene Gegner sich normalerweise zurückzieht. Sobald ein Schiff auf ULG wechselt, kann der Kampf nicht fortgesetzt werden. Bei dieser Geschwindigkeit kann es von keinen Sensoren erfasst und von keinen Waffen getroffen werden. Die einzige Möglichkeit, einen Feind in einem Stellungskampf zu vernichten, ist der Angriff auf ein stationäres verteidigungswertes Ziel, wie eine Kolonie oder ein wichtiges Massenportal. Gut, das war anscheinend von den Primären, also den Sekundären haben wir aber viel noch bekommen. Kogana Militärdoktrin. Traditionell bestand die kurganische Kriegsstrategie aus zermürbenden Angriffen mit vielen Einheiten. Die eher schlecht ausgerüsteten Truppen boten zwar viel Kampfkraft, aber wenig Flexibilität. Die Befehlsstruktur war strikt zentralisiert. Wenn die Soldaten an der Front ein Ziel ausmachten und Feuerunterstützung einfordern wollten, kontaktierten sie den Kommandanten hinter den Linien. Seit dem Genophage stehen den Kurganern einfach nicht mehr genug Krieger zur Verfügung, um sie in Stellungskriegen zu opfern. Die Warlords, Kriegsmeister, können es problemlos gleichzeitig mit 10 Gegnern anderer Völker aufnehmen. Für die Kriegsmeister ist das Töten eine Wissenschaft. Ihr Kampfstil konzentriert sich auf brutale, effektive Bewegungen mit äußerster Kraft, um quasi die Köpfe ihrer Gegner mit einem einzigen Hieb vom Rumpf zu trennen. Dieses Anwenden von Massenstreitkräften hin zu maximaler Effizienz brachte aber zumindest den verbleibenden Kurganern die Reputation ein, perfekt für Jobs in den Bereichen Sicherheit und Personenfahndung geeignet zu sein. Aufgrund ihres fragwürdigen Rufes sind diese Art Jobs meist illegaler Natur. Die kurganischen Kriegsmeister, Warlords, haben nichts von einem technisch sauberen Kampfstil, sondern vertrauen auf möglichst große Feuerkraft. Sie gehen zwar gnadenlos und brutal, aber immer auch strategisch diszipliniert vor. Sie schrecken vor praktisch keiner noch so grausamen Maßnahme zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Geiselnahme und Völkermorde zählen für sie als akzeptable Mittel, um einen Konflikt mit möglichst wenig kurganischen Verlusten siegreich zu beenden. Die Kurganer unter dem Befehl von Saren scheinen die alten Kampftaktiken und Massenangriffe wieder aufgenommen zu haben. Zudem arbeiten sie eng mit den Geth-Einheiten zusammen, die wiederum die Aufgabe der Kampfdrohnen in anderen Armeen übernehmen. Unter den Kurganern gibt es nur wenige Biotiker. Kurganer mit biotischen Fähigkeiten werden sogar von ihrem eigenen Volk gefürchtet. Und da Furcht in ihren Kultur als Führungsvorteil gilt, werden sie oftmals in höhere Militärringe befördert. Den Kurganern stehen nur wenige Kampfdrohnen und andere militärische Hightech-Ausrüstung zur Verfügung. Ratsvölker. Turianer Regierung. Die turianische Regierung wird von einer strikt hierarchischen Elite gebildet. Diese auch für Missbrauch anfällige System kontrolliert sich selbst durch die vielen gesellschaftlichen Pflichten der Turianer, die schon ihre Schulkinder lernen. Bei den Turians gibt es 27 verschiedene Bürgerebenen. Beginnt mit den Zivilisten, Kooperationsvölker und Kinder. Die erste Phase des Militärdienstes ist die zweite Bürgerebene. Nach der dritten Bürgerebene und den Rekruten-Trainingslager wird den Turians die offizielle Staatsbürgerschaft zugesprochen. Die Angehörigen der Kooperationsvölker erhalten diesen Status nach Ende der Militärlaufbahn. Von den höher gestellten Bürgern wird erwartet, dass sie die Führungs- und Schutzaufgaben für die Gesellschaft übernehmen. Von den niedriger gestellten Bürgern wird erwartet, dass sie Gehorsam und Treue beweisen. Die Verleihung von nächsthöheren Bürgerebenen ist abhängig von der Einschätzung des Vorgesetzten und gleichrangig gestellten Mitbürgern.
Die Bürger können ihr ganzes Leben lang in höhere Ebenen aufsteigen, aber unter Umständen auch niedrige Ebenen zurückgestuft werden. Interessanterweise gibt dies weniger als Makel deswegen, desjenigen, der daraus degradiert wurde, als für jemand denjenigen, der diesen Bürger auf eine Ebene befördert haben, die für die noch nicht bereit war. Dadurch wird aufwendiger, dass Bürger ohne entsprechende Qualifikation eine für sie zu hohe Ebene befördert werden. Eine Aufgabe oder einen Rang für lange Zeit zu übernehmen, gilt bei den Turianern nicht als Stagnation. In der turianischen Gesellschaft gilt die kompetente Eigeneinschätzung mehr als die persönliche Ambition. Auf der obersten Stufe der turianischen Hierarchie stehen die Primarchen, Primarchs, die jeweils eine Kolonie-Cluster anführen. Primarchs entscheiden gemeinsam über staatstragende Angelegenheiten. Bei alltäglichen Entscheidungen allerdings zeigen sie sich zurückhaltend und vertrauen darauf, dass die Bürger alle Ebenen ihrer Arbeit kompetent ausführen und selbst die richtigen Entscheidungen fällen. Die Turians genießen weitreichende Freiheiten, solange man selbst seinen Pflichten nachkommt und andere nicht davon abhält, die Pflichten zu erfüllen, gibt es wenig gesetzliche Einschränkungen. So gibt es zum Beispiel kein Gesetz gegen den Konsum von Drogen. Wenn allerdings jemand aufgrund seines Drogenkonsums seinen Pflichten nicht nachkommen kann, werden seine Vorgesetzten eingreifen. Die Rechtsprechung agiert nach dem Prinzip der Einmischung. Die Bürger äußern ihr Bedenken und versuchen, den Problembürger in seinem Fehlverhalten zu korrigieren. Wenn diese Rehabilitierungsversuche allerdings scheitern, verurteilen die turianischen Behörden die betroffenen Personen zu jahrelang Haft und Arbeitsstrafen. Menschen und die Allianz. Militärdoktrin. Das Allianz-Militär bereitet den anderen Rassen der Galaxie große Sorgen. Beim ersten Auseinandertreffen erschien die noch unerfahrene Allianz den Turianern als fast mitleiderregender Gegner. Dies änderte sich aber grundlegend, nachdem das Allianz-Militär Shang-Chi befreite und die Turianer mit einer Reihe neuer Technologien und Taktiken überraschte. Der unbändigte Wille der Menschen, die Techniken der modernen Raumkriegsführung zu erlernen und anzuwenden, verblüffte die Ratsvölker. Seit Hunderten von Jahren lebten sie hinter den Schutzmauern altbewährter Technologien und Strategien. Zurzeit betrachten die Ratsvölker die Allianz als schlafenden Riesen. Weniger als 3% der Menschen melden sich für das Militär, eine weitaus geringere Quote als bei den anderen Völkern. Die Allianz-Soldaten sind zwar kompetent, aber nicht so professionell wie die Turians und nicht so erfahren wie die Asari. Ihre Stärken liegen vielmehr auf dem Gebiet der Feuerunterstützung, der Flexibilität oder Geschwindigkeit. Ihre zahlenmäßige Unterlegenheit machen sie mit herausragenden technischen Unterstützung, virtuelle Intelligenz, Drohnen, Artillerie, elektronische Kriegsführung und einen Schwerpunkt auf Truppenmobilität und individueller Initiative wie der Wett. Ihre Kriegsdoktrin basiert nicht auf dem Kompensieren und Austeilen schwerer Schläge wie bei den Turians und Krogan. Vielmehr bevorzugen sie es, dem Feind im Rücken, seinen schwer befestigten Stellungen anzugreifen, die Nachschublinien abzuschneiden und Hauptquartiere und Depots zu zerstören und so die feindlichen Einheiten am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Auch bei der Verteidigung agiert das menschliche Militär schnell und flexibel und orientiert sich an Sun Tzus Kriegsweisheit. Wer alles verteidigen will, wird alles verlieren. Garnisonseinheiten werden eher zur Aufklärungsmission als zum Kampf eingesetzt und feindliche Bewegungen werden durch Aufklärungsdrohnen überwacht. Da nur sehr schwachen Garnisonen der menschlichen Kolonien können relativ leicht von potenziellen Feinden überwunden werden. Eine Tatsache, aufgrund der die Führung des Allianzmilitärs immer wieder an der Kritik steht. Und die an den Portalschnittstellen stationierten großen, kampfstarken Flotten der Allianz, wie zum Beispiel jene am Arcturus-System, befinden sich jedoch nur wenige Stunden oder Tage von allen Kolonien in ihrem Verantwortungsbereich entfernt. Im Falle eines Angriffs regieren sie mit überwältigenden Gegenschlägen. Planeten und Orte. Station Arcturus Station. Die Arcturus Station, eine Station des Typs Stamford Taurus mit 5 Kilometern Durchmesser, befindet sich an der Grenze zum Sonnensystem, auf dem hinteren Lagerpunkt des Gasgiganten Themis. Der Bau der Arcturus-Station wurde 2151 begonnen und 2162 beendet. Die Station wurde 2156 eingeweiht und diente der Allianz seit dem Erstkontaktkrieg bis heute als militärisches und politisches Hauptquartier. Nach der Aktivierung des Charon-Massenportals im Jahre 2149 entdeckte die Menschheit das Arcturus-System. 36 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Arcturus ist der, von der Erde aus gesehen, dritthellste Stern. Er ist ein uralter roter Gigant aus Zeiten vor der Entstehung des Sonnensystems.
Die Welten dieses Systems bestehen aus Gasgiganten oder Eisgebilden. Zwar gibt es dort auch Felsvorkommen, aber der Metallgehalt liegt 25% unter dem Normalwert. Um die Arcturus-Station bauen zu können, wurden metallhaltige Asteroiden durch das Massenportal zur Baustation gebracht. Viele der Asteroiden befinden sich noch heute in der Nähe der Station. Ihre stillgelegten Minengebiete bieten wechselnden Bevölkerungen ein Zuhause. Die Kosten für den Transport der Baumaterialien wurden aufgrund des hohen strategischen Wertes dieses Systems in Kauf genommen. Mit den drei Primärmassenportalen sowie den Sekundärportalen mit Verbindung zum Sonnensystem stellt das System einen bedeutenden Kommunikationsknotenpunkt von hohem militärischen Wert dar. Die erste Flotte der Allianz ist im Arcturus-System stationiert, um den Eingang zum Sonnensystem zu überwachen und auf Eindringlinge in die drei Cluster zu reagieren. Zudem beherbergt die Station das Parlament der Allianz und das Hauptquartier des Allianzmilitärs. Die ständige Bevölkerungszahl beläuft sich auf ca. 45.000 Bewohner. Arcturus entstammt dem galaktischen Halo, Teil des Sternklatters mit 52 Sternen, der die galaktische Scheibe durchrast. In etwa einer Milliarde Jahre wird Arcturus durch die Tiefen des außergalaktischen Raumes driften. Station Gagarin-Station. Die Gagarin-Station ist die größte von Menschen erbaute Station im Deep Space. Diese Station des Typs Bernal Sphere bietet einen bewohnbaren Bereich mit einem Durchmesser von 500 Metern. Die Station wurde nahe des Pluto fast 80 astronomische Einheiten 12 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt errichtet. Allein der Transport der Baumaterialien und Crewmitglieder zu der Station hat viele beteiligte Unternehmen in den Ruin getrieben. Die Gagarin-Station wurde auf der abgewandten Seite der Heliopause positioniert, wo der Sonnenwind nicht mehr auftritt. In der Station sollten ursprünglich Tests mit Überlichtgeschwindigkeit ausgeführt werden, was theoretisch nur im interstellaren Raum möglich ist. Da sich die Menschheit von ihr aus aufmachen sollte, um in die Galaxie zu expandieren, bekam die Station den Spitznamen Jump Zero, Absprungpunkt Null. Kurz nachdem der Bau der Station beendet war, wurden die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt, womit der eigentliche Nutzen der Station obsolet wurde. Nachdem dennoch über 10 Jahre versucht wurde, die Gagarin-Station profitabel zu betreiben, wurde sie schließlich 2159 für einen Bruchteil der Baukosten an die Allianz verkauft. Die Allianz baut die Station zu einer Forschungs- und Ausbildungsstation um, in der die vor kurzem entdeckten biotischen Phänomene untersucht werden sollten. Nachdem 2169 das biotische Akklimatierungs- und Ausbildungsprogramm beendet wurde, nutzte man die Gagarin-Station als Forschungsstation. Durch die weit entfernte Lage und die gewollt isolierte Isolation vom Extranet ist sie perfekt für gefährliche Forschungsarbeiten geeignet, insbesondere auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Das erste von Menschen geschaffene stabile KI, die von der Allianz geförderte ELISA, erreichte ihren Bewusstseinsstatus 2172 auf der Gagarin-Station. Heutzutage beträgt die ständige Besatzung der Gagarin-Station ca. 9000 Bewohner. Es wurde zudem auch ein Plan entwickelt, die ganze Station zum Massenmittelpunkt Pluto zwischen dem Charon-Portal zu transportieren, wo sie aus dem Service-Plattform zwischen den Sonnen und dem Arcturus-System dienen könnte. Aber die diesem Transport verbundenen Kosten werden so hoch, dass der Plan auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Schauen wir mal weiter. Schiffe und Stationen. Raumschiffe, Hitzetechnologien. Eine der größten Herausforderungen für die Kriegsschiffe ist die Abstrahlung der durch die Bordsysteme entstehenden Hitze. Wenn ein Schiff diese Überschusshitze nicht abgeben kann, läuft die Crew Gefahr, bei lebendigem Leib gegart zu werden. Im Vakuum lässt sich diese Hitze nur über Strahlung abgeben. Zivilschiffe setzen zu diesem Zweck große, zerbrechliche Radiatorflügel ein, die sich nicht durch die Panzerung schützen lassen. Kriegsschiffe dagegen verwenden DRA-Systeme, Diffuse Radiator Arrays, die aus Keramikpaneelen entlang der Schiffsaußenhülle bestehen. Die Thermosensoren werden deshalb die Schiffe in Streifform wahrgenommen. Die genaue Anordnung dieser Paneelen hängt von den Anforderungen der einzelnen Schiffe ab. Jedes Schiff zeigt einen anderen Installationsmuster. Bei älteren Schiffen erscheinen die DRA-Paneele rot oder weiß glühend. Die von einem Menschen Tigerstreifen oder Kriegsbemalung genannten glühenden DRA-Paneele zeigen sogar physiologische Wirkung auf Piraten und andere nicht-militärische Gegner. Die Einzelpaneele sind zwar nicht so effektiv wie die DRA-Flügel von Zivilschiffen, bieten aber den Vorteil, dass sie bei der Beschädigung eines Panels die Zergabe nur geringfügig eingeschränkt wird. In den meisten Fällen kann ein Schiff problemlos allein mit Hilfe des DRA-Systems reisen. Einsätze mit einem Solarsystem sind mitunter schon problematischer. Während eines Raumschiffs erzeugt ein Schiff riesige Mengen Hitze allein durch das Manövrieren in Abfeuern von Waffen.
Aus diesem Grund nutzen die Kriegsschiffe in Kampfsituationen die sogenannten Tröpfchen-Hitzespeicher. Ein solches System besteht aus flüssigen Natrium- oder Lithium-gefüllten Tanks, die diese Hitze absorbieren können. Die mit Hitze angereicherte Flüssigkeit wird dann als mikroskopisch feines Spray über den Bug des Schiffes in den Weltraum abgegeben. Das Spray wird dann am Heck des Schiffes aufgefangen und wieder ins System eingespeist. Dieses Speisesystem kann 10 bis 100 Mal mehr Hitze absorbieren als die DRA-Paneele. Die vor dem Bug entstehenden Tröpfchenwolken ähneln dem Kielwasser eines Schiffes im Wasser. Die erzeugen um das Schiff herum eine Spur, die jeder Bewegung des Schiffes folgt. Gut, wir haben zwar noch einiges vorzulesen, aber ich denke mal, so viel wird es jetzt auch nicht mehr sein. Die Zeit für diese Folge ist auch schon wieder vorum. So, das war die 68. Folge unseres Let's Plays The Mass Effect. Wir werden in der nächsten Folge weiter die restlichen, die wir noch haben, vorlesen. Und dann endlich mal noch ein paar Systeme erkunden. Ne, wir wollten zur Citadel. Erstmal Citadel. Also, das war die 68. Folge unseres Let's Plays The Mass Effect. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lifemaker over and...